Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Heute mal mit was anderem. Und zwar ist das eine Idee von meiner besten Freundin Oksana. Habt ihr in dem mein erstes Glücks-Pokémon-Video gesehen? Wenn nicht, checkt das Video nochmal ab. Und zwar ist das so ein Format, wo die YouTuber ihre Community auf Instagram zum Beispiel ein paar Sachen fragen und dann ungefähr einschätzen, wie die Community so drauf ist. Habe ich vor einer gewissen Zeit auch gemacht und euch ein paar Fragen gestellt. Und ja, nie dazu gekommen, das Video hier zu drehen, aber jetzt ist es endlich soweit. Mal schauen, wie es so ankommen wird. Wie gesagt, war eine Idee von Oksana, normale YouTube-Formate zu nehmen und dann in Pokémon umzuwandeln, also mit Pokémon-Thema basierend. Ich habe da noch ein paar andere Ideen, aber wie gesagt, mal schauen, ob es gut ankommt. Und dann, wenn ja, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das geil findet. Und falls wir noch so eine Folge drehen, dann unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich da das nächste Mal fragen kann. Alter! Ich sehe gerade, das war vor fast 2 Monaten, aber besser spät als nie. Und zwar erste Frage, seid ihr Level 40? Ich würde mal sagen, ja okay, ich will nicht übertreiben, ich wollte gerade sagen 85%, ich glaube, das ist echt zu viel. Ich sage, okay, es ist die erste Frage, ich gehe mal auf safe und sag, 60% von euch sind bereits Level 40. Oh, was? Okay, krass. Das, direkt erste Frage, richtig daneben. Und zwar sind erst 28% von euch, oder von denen, die da mitgemacht haben, Level 40. Okay, was geht da unten ab? Und 72% haben Nein geschrieben oder getippt. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Bevor wir weitermachen, euer Tipp natürlich unten in die Kommentare. Bevor ich jede Frage mir anschaue. Also, nächste Frage. Habt ihr schon mal gespooft? Dazu muss ich was sagen. Und zwar haben mich danach eine Menge Leute angeschrieben. Und dann geschrieben, ja, sie haben sich vertippt. Weil A, entweder die erste Frage zu schnell durchgelaufen ist. Und sie wollten zum Beispiel bei seid ihr Level 40 ja tippen. Ist zu schnell durchgelaufen. Und dann haben sie bei habt ihr schon mal gespooft auf ja getippt. Anscheinend. Und bei manchen, das glaube ich, die haben auf ja getippt und dann haben sie gemerkt, oh verdammt, Hong kann das sehen. Er hat gesehen, dass ich auf ja, ich spoofe getippt habe. Deswegen muss ich ihm schnell schreiben, hey Hong, das war aus Versehen. Also das ist meine Theorie, wieso so viele von euch mir dann geschrieben haben, dass sie sich verklickt haben. Weil das war echt übertrieben viele, die sich verklickt haben. Aber habt ihr schon mal gespooft? Ich sage, überraschenderweise, 60% ja. Okay, es ist nicht genau dasselbe wie davor. Um die 23%, haben ja geschrieben und nein 77. Das ist doch ungelogen dasselbe Ergebnis wie bei Level 40. Warte mal, seid ihr Level 40? Okay, 28 zu 72, aber okay, wieder voll daneben. Ich dachte, ich hätte jetzt gesagt, 40% normal hätten schon mal gespooft. Ich kenne viele, die haben einmal gespooft, bla bla, spoofen mit ihrem zweiten Account. Alles spoofen ist schlecht, aber dadurch, dass dann noch viele geschrieben haben, sie haben sich vertippt, dachte ich, okay, das geht über die 50%, aber ja, wieder nur um die 20%, also ein Fünftel nur. Dann, nächste Frage, habt ihr mehr als einen Account? Ich sag mal, es ist ausgeglichen. Ich sag mal 50-50, sowas in der Art. Oh! Okay. Ich wollte zuerst, wie gesagt, so 80% ja oder so sagen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, also weil ich selber einfach zu voll bin, dachte ich mir, ja, die meisten sind eigentlich viel zu voll, um noch einen Account zu haben. Deswegen genau die Hälfte, krass. Seid ihr free to play? Free to play heißt kein Geld investieren in das Spiel. War ich ja auch eine Zeit lang und ich würde auch sagen, die Mehrheit ist free to play. Wahrscheinlich so, ich sag mal, weil bei den ersten zwei Fragen um die 25 zu 75 war, sage ich mal hier 75, dass die noch Free-to-Play sind. Also genau andersrum. Ja, okay, fast. Also 30. Ah, nee. Ah, warte mal. Vollkommen falsch habe ich das. Und zwar, nein, 70%. Also die Mehrzahl hat schon mal reingecashed. Die Mehrzahl ist nicht mehr Free-to-Play. Hatte wieder voll daneben. Krass. Und nur noch 30% sind noch Free-to-Play. Alter, haben wir überhaupt schon mal was richtig gesagt? Außer das mit den Doppel-Account, Multi-Accounten. Okay, nächste Frage. Habt ihr schon mal eine Map benutzt?
Das ist eigentlich auch easy. Ich würde sagen, ja, es kommt darauf an, wie man es definiert, weil manche definieren es anders. Ich würde zum Beispiel sagen, am Bordeaux-Platz, ihr kennt die alten Folgen, Hungry Acts, checkt Hungry Acts ab. Wenn da einer irgendwo hingelaufen ist und der ganze Bordeaux-Platz sich dahin bewegt hat, dann hat er theoretisch nur der eine auf die Map geschaut und die benutzt. Aber für mich sind das dann alles Map-User. Auch wenn die einfach nur die Informationen von einem Map-User haben. Aber an sich würde ich einfach sagen, 80% ja. Ich würde sogar sagen, 90% ja. Wer hat keine Map benutzt? Außer die, die halt keine Map haben. Aber sie hätten gerne eine Map benutzt. Ihr wisst, ich liebe Maps. 80% haben ja. Ja. Fast. Fast aufs Auge. 83, ja. Habe ich mir so gedacht. Nächste Frage. Habt ihr schon mal was Illegales gemacht in Pokémon Go? Das ist natürlich, wie man illegal definiert. Das ist schwierig zu sagen. Zum Beispiel, ich meine, wenn man da über irgendeinen Zaun klettert oder auf irgendein Gelände geht, vor irgendeinem Privatgelände, das ist ja auch schon illegal. Ich meine, wenn man mehrere Accounts hat, ist es ja auch schon illegal für Niantic. Vom Gesetz her ist es natürlich nicht illegal. Also, es echt kommt darauf an, wie man es definiert hat. Und ja, schwer zu sagen, deswegen sage ich mal 50-50. Die Frage habe ich schlecht formuliert, das war echt zu allgemein. 37, also 60 zu 40, ja, knapp. Aber die Mehrzahl hat Nein gesagt. Keine Angst, Leute, ich verpetze euch nicht an die Polizei. Ihr könnt schon ehrlich sein. Nächste Frage. Habt ihr schon mal Stress wegen Pokémon gehabt? Das ist auch ein bisschen zu allgemein. Ich kann euch sagen, ich hatte schon 1000 Mal Stress wegen Pokémon, also. Ich sag auch 60-40, 60% ja. Oh, es ist 60-40 ungefähr, aber 60% sagen nein. Also 55%. Was sehr überraschend ist. Obwohl, ja, wie gesagt, wie man es definiert. Aber ja, die zwei Fragen waren echt zu allgemein formuliert. Wenn wir die nächste Folge machen, falls sie gut ankommt hier, dann auf jeden Fall ein bisschen genauer. Und die letzte Frage, da könnt ihr auch sehen, wie alt das ist. Aber wie gesagt, besser spät als nie. Fahrt ihr zur Safari-Zone in Dortmund? Wie viele Leute sind nach Dortmund gefahren? Ich weiß, ich habe natürlich viele junge Zuschauer, die nicht einfach so nach Dortmund fahren können. Deswegen sage ich mal 70% nein. Ja. 70% nein, 30% sind hingefahren. Und? Oh! Relativ knapp. 66 zu 34, also nicht schlecht. Nur 4% daneben. Also das war nicht schlecht. So, das war's auch schon wieder mit den Fragen. Kleines Experiment. Haben wir mal versucht, was von der YouTube-Welt in Pokémon Go umzusetzen. Und ja, ich kenne meine Community. Ja, eigentlich ganz gut. Und wobei, ja, so 50-50. Bei ein paar Fragen war ich so richtig daneben. Aber bei ein paar Fragen habe ich auch voll den Schatz getroffen. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und den ganzen Social-Media-Sachen, Twitter und Facebook. Falls ihr bei sowas mitmachen wollt. Und falls euch das gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr Ideen habt für Fragen für die nächste Folge, schreibt das auch unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Reels ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Ich hab's hier sogar an. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.